Hi Leute, willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Heute auf Bunkersuche. Das ist leider nur ein Versorgungsschacht. Und wie es weitergeht, seid einfach mit dabei. So, jetzt sind wir unten. Der nächste bitte. So, wir sind drinnen im Bunker. Wir sind hier durch einen Notausstieg reingekommen. Und ja. Überall sind hier Sachen angebracht. Hier sind auch die Filter. Vorfilter. Russisch. Oh ja. Gut, also hier scheint wohl der Fledermausschutz einen Kehr gezogen zu haben. Und ja, wir haben auch keine Winterstarre mehr. Also Winterruhe ist vorbei. Wir gucken mal weiter. Lüfter. Das waren hier die Toiletten, die Scheißhäuser. Oh, zerstört. Was ist hier? Auch kaputt. Das sind die Wartungsventile. Und hier ist ein Notaus. Nächster Raum. Auch zu. Geht denn das hier überall lang? So, hier war auch wieder so eine Tür, die auf den Ausgang hinweist. Hier war Schleuse. Komm raus, wir bleiben alle zusammen. Boah, wie weit geht das denn hier noch? Bist du verrückt. Das ist eine Filtereinheit. Oder? Könnte auch ein Zugang gewesen sein. Mal einen Zugang haben wir doch auch hier. Mann! So, was wir hier schon mal sehen. Das ist kein Russenbunker. Das ist kein Russenbunker. Okay. Das müsste im VA gewesen sein. Achso, hier. Ersatzanlage. Schalter, Automatik ein, Automatik aus. Nur für trockene Räume. Ah, jetzt weiß ich, was hier war. Das ist Abluft und das sind, ja, weißt du warum?
weil hier die Dieselaggregate standen. Cool. Das waren die Dieselaggregate. Zeug, wie ich bestimmt nicht trinken wollen. Da steht drauf, VEB oder was? Ja. Oh, ein kleiner Raum. Rechts Vorschleuse. Hm? Was ist das denn? Wasser. Und oben ist die Platte. Ach, kommst du nicht hin? Doch schon, aber da oben ist die Platte vor. Das war hier der Haupteingang. Hinten sieht es auch aus, als ob es eine Treppe ist. Das Ding ist ja. Ich denke mal, das ist ein großer Lagerbunker hier. Ja, das ist so eine alte Kantine. So, weiter geht's, nachdem wir jetzt hier auch Fotos gemacht haben. Fotos, die wir sehen, dann verbinden wir drauf. So, und hier ist eigentlich so ein Befehlsraum. Hier noch die alten Regale dran. Und hier waren irgendwelche Telefonanlagen quadratisch, wenn man das so sieht. Da gehen Kabel lang. Wow. Was ist das? Da war ein Telefonleiter unten drin. Okay. Nice. Ja. Hier hast du noch eine Steckbuchse. Das ist jetzt original so ein Raum hier. Die werden hier gearbeitet haben. Ja. Das sind Telefonplätze. Okay. Wie lange sind wir denn hier unten eigentlich schon drinnen? Diese Anlage ist. Ja, und hier sieht man schon die Behemung, das ist dieses Grau, das NVA. Ja, eine Pumpe oder sowas hier. Das könnte Frischwassertank gewesen sein. Könnte. Muss aber nicht zwangsweise. Druck, hier ist Druck, Kompressor und da ist wieder ein Notausgang. So, liebe Leute, das war jetzt hier diese Lost Place Tour hier in diesem recht großen Bunker der NVA. Mein erstes Mal. Dein erstes Mal im Bunker. Ich war noch nie im Bunker. Jetzt war sie. Und ja, ihr kennt das Prozedere. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, lasst ein Abo da, ist immer kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wir sagen Tschüss und Tschüss. Bis bald. Ciao.